So, da sind wir wieder. Bei Grandia 2 zurück. Und ihr habt Glück, dass derzeit mein Internetanschluss nicht geht. Denn somit habe ich ganz viel Zeit, Grandia aufzunehmen. Und ich werde die Teile raushauen wie sonst was. Aber zuvor werde ich noch kurz Merrick ausstatten, weil das ist mir gerade noch eingefallen, dass der natürlich auch noch Zeug braucht. Das ist natürlich das INN. Aber ich glaube, er müsste soweit so gut ausgestattet sein. Außer das Gauntlet konnte ihm, glaube ich, noch was Gutes sein. Warum? Warum auf einmal? Vorher hat er das doch kein Zeichen, oder nicht? Meine Güte. Okay, da haben wir eine Kettenrüstung für ihn. Noch ein Eisenhelm. Apropos, denn die Hunter Boots? Okay, Leute, da fehlt ein Gold, really? Ey, ihr wollt mich doch verarschen, Mann. Ah, okay. Zweimal kleine Mengen Boots. So, eins runter, dafür drei hoch. Na, warum nicht? Gauntlet bringt ihm leider nicht viel. Aber unserem Roan können wir uns noch was anziehen. Hoppla. Und zwar die Banden, den Turban. Okay, damit sollten eigentlich alle soweit so gut ausgerüstet sein. Und dann können wir ganz gemütlich... Ne, hier war es noch nicht. Ich vergesse das immer. Hier müsste es... Ne, auch noch nicht ganz. Hier müsste es sein. Ich komme da nicht so ganz klar mit, aber gut. So, dann speichern wir mal ganz fix. Können wir ja mal ganz die Kerze anzünden. Damit man sich mal gut orientieren kann. Naja, 3 Stunden, 11 Minuten sind warm. Ist ja schick. So, noch. Gehen wir erstmal hier oben lang, würde ich sagen. Obwohl... Ich glaube, hier war nur... Ja, hier war noch ein bisschen Gold. Da konnte ich mich noch ganz knapp dran erinnern. So, da haben wir eine Kombination Mantis-Schlange. Sollte aber eigentlich nicht allzu schwer werden. Weil wir jetzt 4 Leute sind. Wunderbar, ein Burnflame, alles weg. So, nun weiß ich nicht ganz. Gehen wir erstmal rechts lang. Ein Frosch und ein Mantis. Elena? Schade, keine Elena. Ein Frostfrosch. Haben wir irgendwie Burn? Haben wir natürlich nicht. Ich denke, ein Burn. Sollte ihn wegburnen. Das wird ein Burner! So, und Merrick natürlich. Zack! Zack! Ich dachte, er wollte seine Zunge schnalzen, der kleine Frosch. Na, er geht auf Merrick. Oh, der lässt sogar ein paar mehr. Oh, ist das Heat of Defense? Meine Güte, hier kann man sich ja nur freuen. So, also ich gehe immer rechts lang bei den... Bei den Kerzen immer rechts lang. Oh, da haben wir eine Bombe. Eine Mugai-Bomb. Vielleicht mal gucken, was es ist. Die macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Damage. Und zwar haben wir sie da. 500 und IP-Damage-Effekt. Ja, IP, keine Ahnung. I don't know, kann ich euch leider nicht erklären. Wusste ich selbst noch nie. Also, pff, naja. Wat Eva. So. Marek hat nur ein Beast-Fang-Cut, das natürlich noch ausgebaut wird gleich. Wir müssen eigentlich genügend Punkte haben. Okay, die bleibt noch hinten, die Schlange. Eigentlich müssen die Schlangen tot sein. Und das auch. Oh, hat den dann sogar auch noch getroffen, ist ja richtig nice. Und Snake Earring. Immer wenn ich mich dann einen Ring fallen lassen, die Schlange, jetzt ist ein Snake Earring. Okay, da haben wir ein Purifying Herb. Ja, immer diese verrückten, die komplizierten Dungeons, das ist immer richtig nice gemacht, finde ich. So. Alter, es sind so viele Gänge hier, das ist unglaublich.
Okay, der ist gleich am Bewegen. Wunderbar, alle tot. Money. So much funny. So, wir können Barracks Skill aufboosten. Und ein bisschen Gold. 1200 gibt es jetzt mittlerweile schon in den Dingern drin. Ist schon richtig schön. Aber ich glaube, hier geht es nach draußen. Da möchte ich natürlich noch nicht hin. Kann man die wieder ausmachen? Scheiße, kann man nicht. Ist natürlich ärgerlich. Ich möchte jetzt noch dahin gehen, wo ich noch nicht war. Und doch, hier war ich schon. So, hier einmal waren es, glaube ich, hier noch. Da. Hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir auch schon. Oh mein Gott! Okay, hier. So, merkwürdig. I hate this. Healing Herb. Okay, jetzt habe ich mich total verlaufen. So. Ah, okay. Ja. Oh, ich bin wieder am Anfang. Okay, ja. Ich dachte jetzt, ich wäre schon draußen, aber... Ich bin draußen, am falschen draußen. Links war das Gold. Jetzt bräuchte man halt ein fotografisches Gedächtnis, aber ich gehe jetzt einfach mal rechts lang. Hier war nichts. Hier war irgendein Kräuter. Lalilu. Lalilu. Wo geht's lang? Hier nicht. Okay, hier geht's lang. Okay, Lilycrew Cave 2. Das ist halt kein Dungeon mehr, soweit ich das weiß, genau. Ich habe da schon was Ekliges gesehen. Zwar kämpfen wir jetzt gegen Gehirne. Nein, das ist nicht. Okay, ich hab Fehler für sie gegeben. Sorry. Wir kämpfen jetzt wieder gegen den guten alten Gargoyles. Mann, Elena braucht auf jeden Fall mehr Mana. Hardly worthy of my notice. Mal schauen, ob wir irgendwelche Seeds haben, die das Mana erhöhen. So, Magie. Elena. Mentalität, Elena. Speed kriegt Ryudo. Stärke kriegt Ryudo. Agilität kriegt Ryudo. So. Wunderbar, die sind aufgeteilt, auch intelligent. Warum, werdet ihr später erfahren. Nein, Lilycrew Cave 1. Lilycrew Cave 1, okay. Muss ich doch hier rein. Da ist also wieder eine andere Ebene. Ein Reflexionsring. Sometimes Reflect Damage, also ab und zu reflektiert den Schaden. Brauche ich nicht. Macht eh die Def runter. 5 Attack. Nicht wirklich gut. Dachte ich mir, dass ich surprised wurde. Ja, ein bisschen Skills üben hier. Oh, der 10 Second Slash. Beast Fang Cut! Oh, ja, das macht Damage schon bekloppt. Wie schnell Ryudo ist. Ja, einmal upgraden noch und dann hat er die maximale Schnelligkeit. Hier geht mein Impact Bomb. Gotta work even harder. 104 Special Coins. Oh, da freut sich mein Herzl. Da freut es sich. So, ja, mal wieder eine Mogai-Bomb. Die Bomben benutze ich eigentlich so gut wie nie.
Da sind die Skills doch besser. Obwohl, jetzt könnte man sich eigentlich mal so eine Bombe genehmigen. Ah, ein Hole kann man ja noch reinziehen. Kann man doch eine Hole genehmigen. Ah, hat grad, wahrscheinlich gerade so gereicht. Also viel. Viel hatten sie darunter wahrscheinlich nicht mehr. So, immer rechts lang gehen. Nee, das ist natürlich doof. Da möchte ich noch nicht lang. Immer rechts lang gehen. Okay, hier ist die Sackgasse. Hier ebenfalls. Das ist natürlich kacke. Ach, hier ist wahrscheinlich dann da drüben der andere Eingang gewesen. Vom Electro Cave 1. So, dann sind wir wieder in Lily Cave 2. Da haben wir die Gehirne, die ich meinte. Die ekelhaften Biester. Ah. Ein Ghoul! Take that. Tensei can slash. Crazy shitting damage, man. Na, ich möchte nicht viel Mana ausgeben. Und wir haben nur eine Impact Bomb raus. Golden Hammer! Crash! Here goes my Impact Bomb! New! Tja, die werfen mit Gehirn die Biester. Das finden die wohl toll. Der 111 Magic Coins, 111 Special Coins, schon richtig nice. Da gibt es Belohnung ohne Ende. Schon wieder drei Stück, ist natürlich sehr schön. Verbrennt ihr Mistbiester. Mann, sind die schnell. Ice Prickle. Golden Hammer. Crash. We won. Macht schon massig Damage, der Kleine. Oh, nur wenig. Wenig Special Coins dafür, aber ein paar Magic Coins. Okay, da haben wir ein bisschen Gold da unten. Okay. Ich müsste auch Z statt U drücken, dann würde ich das Geld wahrscheinlich auch aufnehmen. So, da haben wir. LOL. Ein paar Demon-Viecher. We won. 162 Special Coins, nice, nice. Okay, schade, das waren alle drei. Dann werden wir noch einen Ghoul mehr. Ja, ein Demon. Wie heißen denn die Viecher? Gargoyle, so. Ich müsste unbedingt mal die ganzen Eier ausbauen. Ja, wahrscheinlich wieder irgendein Icebreak. Ah nein, Gravity. Gravity zieht die Leute zusammen näher, da America nur alleine ist, bringt ihm das gerade nichts. Aber würde da rechts oder links halt noch, oder darüber oder darunter, was auch immer, würde einer stehen, dann würden die sich näher ranziehen halt.